Ja, hallo. Warum das Wochenende kein Video kam? Da gab's einen Zwischenfall. Spaß. Ich habe einfach das gesamte Wochenende so auf meiner Couch gechillt. Und ey, wir wissen doch alle, wie Bären aussehen. Aber was ist, wenn ich euch jetzt sage, dass sich hinter dem Fell des Bären ein dunkles Geheimnis verbirgt? Guys? Is this Freddy Fazbear? Ich wusste es! Ich hab's euch doch schon immer gesagt, mit diesen Bären stimmt irgendwas nicht. Diese verdammten Söhne. Okay, wer beim nächsten Clip lacht, ist echt ehrenlos. Jacob with a challenge. Rizzo gets a good read, but Joro off the ceiling. What a save from Jane! Also, ich hab diesmal wirklich nicht gelacht, weil das ist wirklich ehrenlos. Aber ey, kranker Save. Die Jungs wollten sich eine Tüte Chips aus dem Automaten holen, aber die ist leider stecken geblieben. Also, wie schafft man es jetzt, dass diese Tüte Chips runterfällt? Richtig, man schüttelt den Automaten hin und her. Okay, Angus is gonna knock down these chips using a flying jump tackle. Flying jump tackle. Let's go. Those freaking chips. Alright, Angus, go, 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 go. Oh! Boom, Volltreffer. Die Chips müssen jetzt unten gelandet sein. Are they down? Let me see. Nie im Leben. Ja, du musst nochmal. Beim nächsten Mal fallen die safe. No, it's coming out, it's coming out. It's coming out, it's coming out. A couple more kicks should do it, wait. Ah. Flying Jump Tackle hat ja mal perfekt funktioniert. Naja, aber immerhin habt ihr jetzt anstatt einer Packung Chips alles. Hat sich doch gelohnt. POV, Last Day of School. An das liebe YouTube-Team, das hier ist natürlich ein gut geprobter Stunt. Ja, alle Leute hier sind eingeweiht und keine Personen wurden verletzt. Junge, die machen richtige Attraktionen daraus. Ja gut, was will der Direktor jetzt auch mit ihm machen? Ihn von der Schule schmeißen? Oh no, er weiß jetzt ganz genau, er ist am Arsch. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bruder, das war jetzt wirklich unumgänglich. In dem Moment, wo du die Schubkarre nicht bis oben hin geschafft hast zu schieben, war dein Schicksal besiegelt. Viel Spaß beim Saubermachen. Stellt euch vor, er macht alles wieder sauber in die Schubkarre rein, nimmt Anlauf und dann endet es wieder so. Ich würde aufhören dann und mich ins Bett chillen, einfach den ganzen Tag schlafen. Dieser Typ ist wirklich der Inbegriff von einem deutschen Chef. Guter Mann, Justin. Ja. Sehr guter Mann, der Justin. Der spielt einfach Krunker IO während der Arbeit. Der arme Chef, der denkt, er hat sich hier einen vorbildlichen Mitarbeiter geholt. Und dabei zockt der Bre einfach 24/7 und schreit auf seine Arbeitsstelle. Gritty Battle. What the hell? Brother, hold on, man. Hold on, hold on, man. Hold. Please, 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 please. Oh nein, was macht sie denn da? Oder die Arme, sie denkt gerade, dass sie voll die krassen Moves auspackt. Die Deutschlehrerin hat Psychose bekommen über die Ferien. Na, Bro, das war echt bodenlos cringe. Glaube ist besser, wenn du in deiner Freizeit einfach weiter Bücher liest, anstatt TikTok-Tänze zu üben. Und wo wir gerade so über TikTok reden, ich habe dort so einen Typen gefunden, der auf dem Alexanderplatz in Berlin einen richtig dicken Heiratsantrag vorbereitet hat. You were the type that eclipsed the... Sogar ein eigener Maler. Wow, das sieht schon ehrlich echt süß aus. Der Bruder hat sich auf jeden Fall richtig Mühe gegeben. Seine Freundin muss doch die glücklichste der Welt sein. Und die wird sich doch mega freuen. Dreh dich um, komm schon, schau hinter dich. Wie viele Leute stehen da eigentlich? Oh
oh mein Gott, der Moment der Momente. Sie wird bestimmt ja sagen bei dieser dicken Kulisse hier. Das ist so süß. F. Für den gefallenen Bruder. Die Ehrenlosen lachen einfach. Doch, das ist gerade wirklich passiert. Der Arme. Vor all den Leuten wurde er so gefickt. Es tut mir voll leid für ihn, aber imagine, du bekommst Antrag am Alexanderplatz. Tut mir schon leid, aber warum am Alexanderplatz, Bro? Ja, Bruder, am Alexanderplatz auch der komischste Ort, ne? Ey, das ist echt ehrenlos, aber irgendwo auch echt true. Der Alexanderplatz ist wirklich ein ekelhafter Ort. Genau an diesem Ort, 12 Stunden vorher in der Nacht, um 3 Uhr, ist dort irgendein Junkie gewesen, der seinen nackten Arsch auf dem Boden hin und her geschliffen hat. Dort, wo du gerade stehst und deiner Frau einen Antrag machst. Leute, das kommt nicht darauf an, ob sie am Alexanderplatz ist oder nicht. Doch, genau daran liegt es. Nein, Spaß beiseite, ich weiß jetzt auch nicht, woran es gelegen hat. Herr Ju, woran halt die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Der Arme tut mir auf jeden Fall leid. Und während sich alle fragen, woran hat es gelegen und warum hat sie Nein gesagt oder wie es allgemein weitergeht, gibt es dort eine Person, die sich die wirklich wichtigen Fragen stellt. Das habe ich mich tatsächlich auch schon die ganze Zeit gefragt während des Videos. Ich muss das wissen. Sie hat nicht Nein gesagt, sie ist nur weggerannt. Ja genau, das ist ja das Schlimmste. Wie kannst du das schönreden, Bro? Ja, sie hat nicht Nein gesagt. Noch viel schlimmer, sie ist vor tausenden Leuten einfach weggerannt. Sie hat ihn alleine da stehen lassen. Bruder, wirklich schlimmer geht's nicht. Ja, und nochmal F. Für diesen gefallenen Bruder. Immerhin wurde er danach direkt getröstet von ein paar Jungs. Ich kenne da jemanden, der tatsächlich nicht getröstet wurde. Wieso hat sie niemand vorgewarnt? Der Kameramann nur so die ganze Zeit. Ich wette auch, das war seine Idee. Und ich wette auch, das ist seine Oma. Er so, ja, ja, komm Oma, mach mal Mentos in Pepsi und ich mach TikTok davon, damit ich viral gehe. Und was hat der jetzt mit dem Strohbesen im McDonald's vor? Und warum schreit der wie so ein krankes Schwein? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh no, wir leben definitiv in einer Simulation. Das war ja mal so gestört. Was ist da passiert? Ich muss das nochmal sehen. Das kranke Schwein hält den Besen einfach in die Fritteuse? Was muss sie sich eigentlich denken? Sie ist so auf Arbeit und denkt, heute wird ein ganz normaler Tag. Vielleicht ein bisschen viel zu tun am Abend wegen Primetime und so. Die Leute haben Hunger. Aber sonst passiert nichts Ungewöhnliches. So wie immer halt. Und auf einmal kommt da dieser Typ mit dem Besen rein und stöhnt wie so ein Steinzeitmensch. Das ist wirklich geisteskrank, Alter. Excuse me, boss. Can you help me record a really quick video for me? It's just for like a school project. All you have to do is just face it towards me, that's it. Alright, I appreciate you. Woher wusstest du, dass ich Amerikaner bin? Thank you. Yes, sir. Just face it towards me, that's it. Alright, guys. In today's video, I'm gonna be... Der Bruder gibt sich halt wirklich richtig Mühe mit dem Video. Schau dir mal diese Kameraführung an. Und dann schau dir noch diesen Bauch an. Damn, boy, he's thick! Das ist echt so scheiße random, holy shit. Und wie schafft er es, so lange ernst zu bleiben? Ich hätte schon längst losgelacht. Junge, der Typ ist echt eine Legende. Und ja, Leute, wenn ihr nicht wollt, dass das mit eurem Haus passiert... Dann like das Video und kommentiert einfach irgendwas. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.